freue mich sehr, dass Herr Dr. Hering aus Berlin angereist ist. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der Pneumologen. Diese Veranstaltung ist heute übrigens sehr ausgezeichnet durch Präsidenten und Stellvertreter und. Es ist schon sehr erstaunlich, was Herr Lingemann hier auch an Referenten aufbieten kann. Herr Dr. Hering hat sich in den letzten 15 Jahren, so lange wie ich ihn kenne, extrem intensiv mit der Problematik des Rauchens auseinandergesetzt, hat in seiner Praxis Programme etabliert für die Raucherberatung, für die Tabakentwöhnung und hat diese dann auch versucht, letztlich auf Weiterbildungsveranstaltungen und zuletzt in Lehrbüchern seine Erfahrungen niederzuschreiben. Ich freue mich bereits auf den Vortrag. Hauptursache von COPD und Emphysem ist das Rauchen. Nichtraucherprävention und Tabakentwöhnung bei COPD. Herr Hering, wie machen wir das? Ja, vielen Dank, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf. Und natürlich bedanke ich mich sehr für die Einführung in Bezug auf meinen Arbeitsschwerpunkt, die Tabakprävention, die ich nicht zuletzt, Sie sehen das hier, für den Bundesverband der Pneumologen, in dem ich seit vielen Jahren tätig bin, verantworte. Ich möchte also sprechen über die COPD-Ursache Rauchen, über die Frage, was kann getan werden und wo steht die Therapie der Tabakentwöhnung im Kontext der gesetzlichen Regelungen, wie kann sie eingesetzt werden. Rauchen führt zur COPD und zwar doch in erheblichem Maße und immer in immer jüngeren Gesellschaftsschichten. So eine junge Frau, wie Sie sie hier sehen, ist keineswegs ungewöhnlich. Wir haben in der eigenen Praxis in Berlin als jüngste schwere COPD-Patientin bereits eine 26-Jährige, die bereits 13 Jahre lang geraucht hat und entsprechend einen hohen Ausprägungsgrad erreicht hat. Die entscheidende Aussage, die ich hier wirklich ganz kurz geben möchte, ist: Tabakrauchen ist der wesentliche Risikofaktor für die COPD. Das ist eine Kernaussage der Leitlinie COPD und Rauchen, die die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie herausgegeben hat. Sie sehen hier die Klassifizierung Evidenzgrad 1. Mit anderen Worten, es ist kein Zweifel in wissenschaftlicher Hinsicht daran möglich oder denkbar, dass diese Ursache die entscheidende und wichtigste ist. Etwa 8 bis 9 von 10 COPD-Patienten haben ihre Erkrankung durch das Rauchen oder wesentlich durch das Rauchen erworben. Herr Teschler hat ja schon einen Riesenstrauß an tollen Bildern zur Entwicklung der COPD gezeigt, um die ich Ihnen sehr beneide. Diese Bilder sind ausgesprochen instruktiv und hilfreich. Ich möchte an dieser Stelle nur nochmal die Schleimhaut hervorheben und ich glaube, das ist schnell zu sehen. Sie sehen im oberen Bild die gesunde Schleimhaut mit einem schönen Zilienteppich, der einen obendrauf liegenden Schleimteppich transportiert und der funktioniert im Grunde wie so eine Art Fliegenfänger. Sie kennen das früher, was so von der Decke hing und die Fliegen gefangen hat. Dieser Schleimteppich fängt all das ein, was Sie einatmen und was aus der Lunge aber wieder als Partikel abtransportiert werden sollte. Und diese wunderbare quasi Rolltreppe, die funktioniert bis zum Kehlkopf und dann wird das Ganze geschluckt und vernichtet, die ist beim Gesunden intakt. Und wenn ein Patient eine COPD entwickelt hat, Sie sehen das im unteren Bild, dann ist dieser Selbstreinigungsmechanismus der Atmungsorgane zerstört und damit ist jegliche Gegenwehr für was auch immer eingeatmet wird an Schadstoffen führt dahin kaputt und das führt eben zu einer beschleunigten Degeneration, zu einem beschleunigten Abbau der Lunge bzw. der Lungenfunktion und Sie sehen hier einen typischen Patienten in einer Beobachtungsdauer von ungefähr 15 Jahren und das eben schon erwähnte FEV1 sinkt über die Jahre, das ist also diese Kurve hier, sinkt über die Jahre Schritt für Schritt, mal steigt es wieder ein bisschen, Sie kennen das, sobald Sie selbst erkrankt sind, ja das Auf und Ab der Erkrankung selbst und auf der anderen Seite steigt langsam das sogenannte Residualvolumen, das ist das Lungenvolumen, was
quasi darstellt, die nicht mehr ausatembare Luft. Und dieses steigt langsam an, sodass hier eine immer mehr an Überblähung entsteht. Und ein charakteristisches Röntgenbild, wie es von Herrn Teschler eben gezeigt wurde, ist dann ein solches Resultat. Das ist also ein authentischer Patient. Was passiert in dieser Zeit über diese Jahre mit dem Sauerstoff, mit der Sauerstoffaufnahme und der Kohlensäureabgabe, also mit der eigentlichen Funktion der Atmung? Nehmen wir zunächst den Sauerstoff, der sinkt in Ruhe, das sind alles Ruhewerte, eher unmerklich ab. Diese Werte unterscheiden sich im Grunde nicht wirklich dramatisch, ob Sie hier, mit die rechte Skala gilt für den Sauerstoff, ja, ob Sie hier mit 80 oder mit in den 70ern Werte haben, das wäre noch nicht mal so aufregend, aber die Möglichkeit, die Kohlensäure aus dem Kreislauf zu entfernen, sinkt langsam ab. Das heißt, es bleibt immer mehr Kohlensäure im Blut stehen und kann nicht mehr abgeatmet werden. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass die eigentliche Pumpfunktion der Atmung langsam beginnt zu ermatten und zu versiegen, bis hin zur Notwendigkeit, am Ende eine Beatmung zu erhalten in den ganz schweren Graden. Davon wird heute noch die Rede sein. Wenn man sich die Mechanik dessen, was über das gesamte Leben hier stattfindet, anschaut, dann kann man in der Tat die gesamte Lebensdauer vom Geburt bis zum Lebensende betrachten, unter dem Gesichtspunkt einfach, wie viel Luft hast du, lieber Patient? FEV1, also der Ein-Sekundenstoß, der, glaube ich, allen ein Begriff ist. Und beim Gesunden entwickelt er sich im Laufe des Lebens, wie hier dargestellt, nach Geburt wird ein Maximum mit Erreichen des Erwachsenenalters hergestellt und danach sinkt das in einem langsamen Tempo ab, aber so, dass es auch im späteren Alter nicht begrenzend sein wird. Nicht so bei jemandem, der durch das Rauchen eine COPD entwickelt. Man muss sich klar machen, dass das keineswegs alle Raucher sind, sondern von 100 Rauchern entwickeln, je nachdem, wo man nachliest, entweder 20 oder 30 bis zu 50% eine COPD. Da ist die Literatur sich nicht wirklich einig. Für Sie nur die wichtige Botschaft, nicht alle Raucher entwickeln eine COPD. Die aber, die das tun, denen fällt ihre Lungenfunktion im Laufe des Lebens sehr viel schneller ab und erreicht dann irgendwann das Niveau, das niedrige Niveau, wo eine schwere Behinderung mit Notwendigkeit der Unterstützung gegeben ist. Und kurze Zeit später ist das dann, wenn nichts getan wird, nicht selten mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Wir als Lungenärzte haben häufig genug die Situation, dass wir mitten im Verlauf dieser Erkrankung diese Patienten zum ersten Mal sehen. Und häufig wird an dieser Stelle vom Patienten erst erlebt, dass hier die Erkrankung beginnt. Tatsächlich wissen wir, dass die Erkrankung da bereits durch langjähriges Rauchen schon 20 Jahre sich entwickelt hat und nur nicht wahrgenommen wurde als eine bereits eingetretene Erkrankung und erst bei fortgeschrittenem Stadium und dann vielleicht einer sogenannten Exazerbation, einer plötzlichen zum Beispiel Infektverschlechterung, wird ein Ereignis gesehen und als neu wahrgenommen. Was jetzt an dieser Stelle tun? Auf der einen Seite geschieht das, was Sie wahrscheinlich alle kennen, das heißt die Versorgung mit bronchial erweiternden Sprays oder Pulverinhalatoren, die durchaus zu einer Besserung der Lungenfunktion und einer Steigerung der Lebensqualität führen. Das sehen Sie daran, dass die Lungenfunktion dann etwas steigt, aber wenn weiter geraucht wird, dann sinkt die Lungenfunktion im gleichen Tempo wie zuvor ab und im Grunde ist am Schicksal des Patienten nicht wirklich etwas geändert. Nicht so, wenn es gelingt, einen Rauchstopp zu bringen. Und das ist nun die Kernbotschaft, die ich hier heute für Sie habe. Wenn es gelingt, an dieser Stelle den Rauchstopp durchzusetzen, dann steigt ebenfalls die Lungenfunktion um ein geringes an. Das sind nochmal ungefähr 10%. Da oben hin kommt niemand mehr. Das ist aussichtslos. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ab da der Abbau der Lungenfunktion im Laufe des weiteren Lebens nur noch im Tempo des Gesunden stattfindet. Das heißt, was noch auf dem Konto sozusagen der ventilatorischen Kapazität, also dessen, was an Luft war,
vorhanden war, wird für dahin mit dem Tempo des Gesunden abgebaut. Und Sie sehen selber, dass damit dann das Niveau der schweren Behinderung bzw. auch die Limitierung des vorzeitigen Versterben nicht mehr erreicht wird. Und das gilt auch für ganz schwere Stadien. Ich habe Ihnen hier einen eher mittelprächtigen Fall, wenn Sie so wollen, dargestellt. Aber auch wenn man das hier antrifft, wenn die neue Diagnose erst hier gestellt und der Rauchstopp erst hier stattfindet, selbst dann ist die Prognose entscheidend gebessert. Deswegen ist die Maßnahme des Nichtrauchens die entscheidende Maßnahme. Jetzt wird häufig gesagt, ja, soll der Raucher doch das Rauchen sein lassen, das ist ein Laster, das ist irgendwie Willensschwäche oder falsches Denken. Dieses verkennt, dass wir es bei den Rauchern in der großen Mehrzahl mit abhängigen Rauchern zu tun haben. Das heißt, wir haben es mit einer Sucht im eigentlichen Sinne zu tun, die tatsächlich auch so als Erkrankung geführt wird im ICD-10. Das ist unser Krankheitskatalog, nach dem wir zu kodieren haben. Unter der Diagnose F17.2 haben wir die Nikotinabhängigkeit. Und das bedeutet nichts weiter, als dass der Raucher einen Kontrollverlust hat. Wenn jemand aber einen Kontrollverlust über ein bestimmtes Verhalten hat, bedeutet es, er hat keine eigentliche Schuld mehr, keine volle Schuldfähigkeit mehr daran. Man kann ihm nicht einen moralischen Vorwurf machen, du musst einfach nur nicht rauchen, dann wird das schon richtig sein, sondern man muss ihm tatsächlich Unterstützung geben. Kriterien des Kontrollverlustes sind der zwanghafte Zigarettenkonsum, die eingeschränkte Kontrolle über das Rauchen, das heißt, er raucht, obwohl er es eigentlich gar nicht möchte, der Impuls ist stärker als der eigene Wille. Die Entzugssymptome, ich will das hier nur einmal als Katalog, damit Ihnen ein bisschen dieser Begriff mit Leben gefüllt wird, zeigen. Die Toleranzentwicklung bedeutet, dass er ab einem bestimmten Niveau immer wieder mehr rauchen muss und damit ein bestimmtes Konsumniveau immer einhalten muss, und Vernachlässigung anderer Interessen. Nehmen Sie zum Beispiel ganz simpel, dass ein Raucher im Gespräch ist und dann plötzlich das Gespräch verlässt, weil er auf den Balkon gehen will und rauchen muss. Typisches Beispiel, wie im Alltag andere Interessen vernachlässigt werden, die eigentlich im Vordergrund stünden. Und der anhaltende Konsum, in dem Fall der Zigaretten, trotz des Nachweises physischer oder psychischer Folgeschäden, ganz klassisch der fortdauernde Raucher, auch wenn er COPD erkrankt ist. Die Tabakabhängigkeit setzt sich zusammen aus zwei Komponenten, das ist Ihnen sicherlich wohl vertraut, einerseits einer psychischen Abhängigkeit, das heißt einer, wir sagen, Konditionierung der Koppelung der Rauchgewohnheiten an die täglichen Verrichtungen des Alltags, und andererseits einer regelrechten physischen Sucht, das heißt am Gehirn finden beim Raucher sehr frühzeitig Veränderungen statt, die dafür sorgen, dass ein ständiges Verlangen nach Nikotinnachschub vorhanden ist, damit letztlich ein bestimmter Botenstoff im Gehirn, der wieder das psychische Gleichgewicht herstellt, das ist das Dopamin, damit der bereitgestellt wird. Und diese beiden Süchte oder Suchtkomponenten verstärken sich gegenseitig. Das ist das besonders Fatale. Das heißt, wenn man sich vor der einen in der Sicherheit glaubt, dann ist die andere gerade aktiv. Und so führt es dazu, dass obwohl 9 von 10 Rauchern nicht mehr rauchen wollen, tatsächlich konstant in Deutschland wir immer 20 Millionen Raucher haben. Wie durch ein Wunder. Ganz offensichtlich ist diese Abhängigkeit eben doch sehr etabliert. Was jetzt tun? Und das führt mich dazu, welche Mittel die Tabakabhängigkeit zu überwinden gibt es und welche sind erfolgversprechend. Neben der kognitiven Verhaltenstherapie, der Therapie, die Sie in etablierten Gruppenprogrammen, wie zum Beispiel dem Rauchfreiprogramm oder dem Programm Rauchfrei in 6 Schritten finden, und das sind etablierte, gute und gut ausgearbeitete Programme, gibt es die Unterstützung durch die medikamentöse Begleitbehandlung, also der Nikotinersatztherapie, die man für eine Zeit lang einsetzt, oder auch früherer Substanzen wie dem Zyban, spielt heute keine große Rolle mehr, oder heutzutage wahrscheinlich im Vordergrund dem Varenicline, das Sie als Handelsnamen Champix kennen. Warum wirkt das so gut? Warum kann ich damit die Tabakentwöhnung so sehr viel erfolgreicher machen? Und sehr viel erfolgreicher heißt, den Erfolg verdoppeln bis verdreifachen. Der entscheidende Mechanismus ist, dass diese beiden Suchtkomponenten jetzt plötzlich für eine bestimmte Dauer, da geht es meistens um 2 bis 3 Monate, voneinander entkoppelt werden. Das heißt, man bedient die eine, während man an der anderen arbeitet. Das funktioniert in etwa so.
Wir haben ja zur Überwindung der Tabakabhängigkeit einerseits die psychische Abhängigkeit, andererseits die körperliche Abhängigkeit, wie eben gesagt. Beide gleichzeitig zu überwinden, ist in der Regel eine Überforderung. Das wissen wir auch sehr genau. Wer das versucht, der sogenannte Silvesterentschluss, das haben Sie ja vielleicht auch selber mal mit sich exerziert, der hat eine geringe Chance, nach 12 Monaten noch Nichtraucher zu sein. Genau genommen beträgt diese Chance 3-5% statistisch. Wenn allerdings diese beiden Aufgaben entkoppelt werden und ich dafür sorge, dass ich erst die psychische Abhängigkeit abarbeite und dann die körperliche, dann habe ich gute Chancen, dass ich jede einzelne leichter überwinde. Konkret sehr viel bessere Chancen. Ich komme auf eine 10-fach bessere Erfolgschance von ungefähr 35% am Jahresende. Und diese Etablierung als gefestigter Ex-Raucher, die Etablierung in der Psyche, im Alltagsleben, die gelingt, wenn ich für eine gewisse Zeit die medikamentöse Unterstützung gebe. Das heißt, ich gebe dem Patienten über in der Regel ungefähr 3 Monate Substanzen, die die körperliche Abhängigkeit noch in Grenzen bedienen, sodass die eigentlichen körperlichen Entzugserscheinungen keine Rolle spielen oder keine wesentliche Rolle mehr spielen. In dieser Zeit kann der Patient sich selber neu erleben, kann neu lernen, sich etablieren als gefestigter Ex-Raucher und dann kann er in aller Ruhe auch der körperlichen Sucht quasi noch den Rest geben. Das ist im Übrigen dann sehr viel leichter als erwartet. Meistens genügt es da, dieses unterstützende Medikament kurze Frist noch auszuschleichen und dann ist er ein stabiler Ex-Raucher. Gut, welche Substanzen haben wir, die dafür verfügbar sind? Hier nur ein kurzer Blick drauf. Im Grunde geht es um 3, um das Bupropion, als Handelsname Zyban, heutzutage kaum noch eine Rolle spielen, selten mal eingesetzt, wenn der entwöhnende Patient eine Depression hat und wir deswegen die zusätzliche antidepressive Wirkung, die in dieser Substanz vorhanden ist, mit nutzen wollen. Sehr erfolgreich, aber kompliziert zu handhaben und deswegen häufig unterdosiert und nicht selten zu kurz genommen, sind die Nikotinersatzprodukte. Und seit 2007, seit genau genommen März 2007, haben wir im deutschen Markt das Varenicline, was als Champix, da haben wir so eine Pille hier, im Markt ist und was weltweit sich als im Augenblick erfolgreichste Substanz mit geringem Nebenwirkungsspektrum etabliert hat. Jetzt, wo steht das Ganze im Sozialgesetzbuch 5, also in der Frage der Leistungspflicht der Krankenkassen? Leider wird die Tabakentwöhnung, so wichtig sie ist und so klar das auf der wissenschaftlichen Ebene ist, vom Gesetzgeber als Privatsache, als Lifestyle-Problem abgehandelt und Tabakentwöhnung als unterstützende Maßnahme lediglich bei der Prävention, als Kannmaßnahme der Krankenkasse mit einem geringen Betrag unterstützt. Und es wird verkannt, dass die Tabakentwöhnung nicht, ich sage jetzt mal hier nur, natürlich wäre sie auch Prävention, aber insbesondere bei den Patienten mit COPD die eigentliche Behandlung, die eigentliche Therapie wäre oder tatsächlich ist. Der Gesetzgeber hat das nicht erkannt, er hat das Thema ähnlich wie die Gewichtsreduktion oder die Haarwuchsmittel oder Viagra hat er in die Abteilung Lifestyle verbannt und hat damit einen bisher weiter fortdauernden gravierenden Irrtum noch nicht korrigiert. Dieses ist eindeutig eine falsche Entscheidung des Gesetzgebers und wir müssen sehen, dass wir von der fachlichen Ebene diesen helfen zu korrigieren. Die medikamentöse Unterstützung, und ich wiederhole nochmal, Nikotinersatz oder Varenicline oder auch das Zyban verdoppeln bis verdreifachen den Erfolg der Nikotinentwöhnung. Ja? Die medikamentöse Unterstützung steht bei Lifestyle als Mittel der Raucherentwöhnung neben den Mitteln zur Steigerung der Potenz oder zur Abmagerung oder der Haarwuchsmittel als Mittel, was der Gesetzgeber nicht bezahlt. Diese fehlende Unterstützung ist weiterhin, ich betone das nochmal, ein gravierender Irrtum aus wissenschaftlicher Sicht. Da ist die Evidenzlage, also die Beweislage der wissenschaftlichen Seite völlig klar. Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen legt fest,
und zwar hier in dem hier abgebildeten Leitfaden Prävention der Spitzenverbände der Krankenkassen, was da zu leisten wäre. Und da geht es im Wesentlichen um die Beschreibung von Gruppentherapiemaßnahmen. Das müssen Sie nicht alles lesen, aber Sie sollen doch immerhin lesen, dass so eine gewisse Ambivalenz beim Gesetzgeber durch oder hier bei den Krankenkassenvertretern durchaus vorhanden ist, denn aufklären darf man über die Wirkungsweise des Nikotinersatzes. Diese Leitfaden ist geschrieben vor der Markteinführung des Varenicleans. Also über die Wirkungsweise der Nikotinersatzstoffe schon, aber geben darf man sie nicht. Ja, man kann dem Patienten sagen, ja, das gibt's und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, aber kauf's dir selber. Ja, das ist in etwa die Aussage. Ja, gut. Das IQWiG, das seit einigen Jahren für die Leistungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung das Maß aller Dinge ist, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, sieht das inzwischen anders. Das kann auch nicht anders, denn das IQWiG macht nichts anderes als Leitlinien, wie auch die Leitlinie, die ich vorhin zitiert habe, die Leitlinie zum Rauchen und COPD, zu verdauen und daraus Ratschläge für den Gesetzgeber zu geben, was muss in die Leistungspflicht der Krankenkassen rein. Und da stehen wir jetzt im Augenblick. Das IQWiG hat sehr wohl gesehen, die Methode, die am ehesten zur Raucherentwöhnung führt und deren Nutzen die möglichen Risiken übersteigt, ist die Nikotinersatztherapie. Und ich ergänze hier die medikamentöse Begleitung, denn in der wissenschaftlichen Literatur figurieren die eher gleichberechtigt beziehungsweise mit dem Varenicleans sogar in einem gewissen Vorrang aufgrund des besseren Erfolges. Also, Sie sehen schon, die Krankenkassen sind hier noch auf der, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, ewig gestrigen Seite. Das IQWiG hat es schon gesehen, aber der Gesetzgeber hat bisher nicht reagiert. Wenn ich also einen Schlussstrich oder ein Resümee über die Situation für Sie ziehen sollte, dann wären mir folgende Aussagen besonders wichtig. Rauchstopp ist die wichtigste Behandlung bei COPD, natürlich nur, wenn auch geraucht wird. Das ist klar. Wer schon nicht mehr raucht, hat bereits das Wesentliche für sich und seine Gesundheit getan. All die anderen Facetten der Therapie, die ja heute ja auch noch ausführlich beleuchtet werden, will ich damit nicht geringschätzen. Aber Rauchstopp ist die entscheidende und wichtigste Maßnahme, auch wenn sie vom Gesetzgeber und den Krankenkassen derzeit noch in eine unberechtigt geringe Ecke gedrängt werden. Das gilt übrigens natürlich auch für all die Emphysem- und COPD-Formen, die nicht direkt durch das Rauchen verursacht sind. Wenn Herr Vogelmeier nachher über das Alpha-1-Antitrypsin-Emphysem sprechen wird, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit betonen, dass gerade diese Patienten eine besonders schlechte Prognose haben, wenn sie zusätzlich rauchen. Also jedwede COPD- oder Emphysemerkrankung erfordert, dass nicht geraucht wird. Der Rauchstopp ist in allen diesen Fällen die entscheidende Maßnahme. Das Fortschreiten der COPD wird gestoppt, das hatte ich an dem Diagramm hoffentlich eindrücklich genug gezeigt. Die Entwöhnung ist eine Kombination aus Verhaltenstherapie und medikamentöser Unterstützung, die in der Kombination fachgerecht eingesetzt zu einer Erfolgsquote von 35% nach 12 Monaten führt. Das ist, auch wenn es Ihnen vielleicht jetzt nicht so erscheint, ein gutes Ergebnis. Und wir haben wenige Erkrankungen, bei denen wir nach 12 Monaten ein so positives Resümee ziehen können. Die Entwöhnung ist nicht als Lifestyle, sondern als eine behandlungsbedürftige Suchterkrankung einzustufen. Und diese Botschaft ist eine, von der ich sehr hoffe, dass sie auch von Ihnen, die Sie ja quasi die Botschaft der Hilfsbedürftigen auch an die Politik rantragen, dass Sie diese Botschaft bitte mit aufnehmen und uns, die wir von der wissenschaftlichen und von der Versorgerseite her agieren, unterstützen bei der Durchsetzung eines Wandels der Beurteilung der Tabakentwöhnung auch beim Gesetzgeber und damit auch in der Leistungspflicht für die Krankenkassen. Vielen Dank.